diesmal wieder der Ludwig. Ich stelle euch heute im Rennradtest das edle BMC Impact vor. Die Schweizer haben uns eine Custom-Version zur Verfügung gestellt mit kompletter Ultegra Di2. Die Optik finde ich schon mal sehr ansprechend und aggressiv. Und ob es die Aggressivität auch auf der Straße umsetzen kann, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hergestellt wird das Impact komplett in der Schweiz, und zwar vollautomatisch. BMC hat dafür sogar den ersten computergesteuerten Verharzungsprozess für Kompositwerkstoffe entwickelt. Eine Besonderheit am Impact sind die roten Shells, die zweiteiligen Schalen, mit denen die einzelnen Rohre verbunden sind. Sie sollen für mehr Stabilität sorgen und gleichzeitig dämpfend wirken. Der markanteste Punkt ist dabei mit Sicherheit der Hinterbau. Mit seinen Verstrebungen fällt er einem sofort ins Auge. BMC bietet zwei verschiedene Geometrievarianten an, Race Fit und Performance Fit. Damit kann sich jeder sein Impact für seinen individuellen Einsatzbereich aussuchen. Ein toller Service. Unsere Testversion hat eine Race Fit Geometrie. Das Steuerrohr ist also etwas kürzer als bei der Performance Fit Reihe. Dadurch kommt eine etwas größere Überhöhung zustande. Sehr angenehm ist, dass der Oberkörper dank des gleich langen Oberrohrs nicht zu gestreckt ist. Zum Fahreindruck. Das BMC liegt unglaublich sicher in der Spur und gibt einem, vor allem in schnellen Kurven, ein sicheres Gefühl. Das Handling gefällt auch am Berg. Egal ob im Sitzen oder im Wiegetritt, das BMC fliegt die Berge hoch. Die Laufräder kommen von Mavic. Die Cosmic Carbon SLR haben Messerspeichen aus Carbon, eine 52 mm Felge und einen höheren Flansch. Die Folge ist eine verbesserte Aerodynamik. Die Bremsflanke ist aus Exalit. Dabei setzt Mavic eine spezielle Alu-Behandlung ein, das heißt, weniger Material ist notwendig, der Laufradsatz wird leichter. Und das Beste, der Bremssound macht süchtig. So, ich habe jetzt eine richtig lange Runde mit dem Impact gedreht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Rad. Es ist sehr steif, leicht, macht sowohl bergauf als auch bergab eine richtig gute Figur. BMC stellt also ein richtig gutes Rad zur Verfügung, das komplett in der Schweiz gefertigt wird. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass man für einen Preis von fast 10.000 Euro keine Top-Kupplung bekommt. Trotzdem hat mir das Rad richtig viel Spaß gemacht. Sogar so viel, dass ich jetzt noch eine kleine Runde dranhänge.